Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Garmisch. Wir wollen heute ein bisschen so diese letzten Eindrücke aufarbeiten. Sie wissen ja, man steht also irgendwo an der Straße und dann geht es nicht weiter und dann denkt man, was ist denn jetzt los? Und dann auf einmal kommen so riesengroße Traktoren daher und da hängen dann vorne ganz, ganz tolle Schüttel dort, hoch, poetisch und teilweise witzig. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machst du mal eine Sendung mit ein paar Bauern und lass dir mal wirklich erzählen, warum überhaupt dieses Engagement, warum sie die Leute in eises Kälte 15 Stunden seid ihr gefahren, oder? Ja, wir sind, also ich bin bei mir am Stall um 4:15 bin ich los und ich war um 7:30 auf die Nacht wieder daheim. Was? Aber wir haben den Bulldog nicht abgeschalten. Nein, nicht. Nein, also der ist durchgelaufen. Weil wir dürfen ja nicht über die Autobahn fahren. Das heißt, wir sind auf München über die Landstraße. Wo waren Sie gewesen? Ich war auch in München, aber nicht mit dem Traktor, sondern ich war mit dem Omnibus vom Bauernverband drinnen. Und mir hat es aber genauso gefroren. Also es war ein kalter Tag und wenn man da mit schlechten Schuhen dasteht und nicht entsprechend Rüstung ist, dann wird es irgendwann kalt und dann wird es immer kälter und kälter. Also ich war abends fast eine Eiszacke. Wie viele Kollegen sind mitgefahren? Also wir sind im Mertensfelser mit 4 Busse gefahren. Mit 4 Busse? Ja, also 4×70. Was mich so überrascht hat, ist, dass es überhaupt nur so viele Bauern gibt. Weil ich habe immer gemeint, der Bauer an sich ist entweder das Opfer einer ländlichen Verdichtung, sprich also viele kleine Bauernhöfe werden zu einem großen Erzeugerbetrieb zusammengelegt. Mhm. Und der Bauer als solcher, wenn man ein Frierkind hat, die werden immer weniger. Das ist einmal im freien wirtschaftlichen Bereich so. Also die Landwirtschaft geht genauso in den industriellen Bereich wie alles andere auch. Das werden ja alle Bäckereien, Metzger, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Da sind wir da am Alpenraum ein bisschen anders gehobelt. Also wir sind... Ihr habt nicht so große Flächen, gell? Wir haben nicht so große Flächen, wir haben nicht so viele Viecher. Ja. Und wir haben halt unsere Berglandwirtschaft mit Bergbetrieb und vor allen Dingen haben wir Kultur. Also wir sind an die Viecher gebunden. Wir lieben unsere Viecher und durch das werden sie auch bei uns entsprechend behandelt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Kleinbetriebe werden sie nicht so leicht ausrotten wie ein großer, der dann von der Wirtschaft, vom Wirtschaftlichen abhängt. Erwerbslandwirte sind, ich meine, jeder geht von denen in die Arbeit, steht vor der Arbeit auf, geht in den Stall, geht dann seiner normalen Arbeit nach und wenn er heimkommt, ist er wieder im Stall. Und am Wochenende, wenn er in der normalen Arbeit frei hat, ja, dann geht er halt noch heim, muss Mist wegfahren und die normalen Arbeiten nur in der Landwirtschaft machen. Das größte Problem eines landwirtschaftlichen Nutztieres ist das gleiche wie von einem Haustier, nämlich es hat keinen Ausschalter. Richtig. Es ist immer da, es braucht immer Zuwendung, man muss sich immer darum kümmern. Jetzt haben Sie mir vorher vom Stier erzählt, dem Sie also, mit dem Sie eine sehr intensive Beziehung gehabt haben. Natürlich. Aber jetzt haben Sie mir vorher gesagt, Sie haben Pensionspferde. Ja, wir haben umgestellt. Wissen so Ihre landwirtschaftliche Vergangenheit? Ursprünglich, ich habe den Betrieb von meinem Vater übernommen. Wir haben einen Aufzuchtbetrieb gehabt zur damaligen Zeit. Dann, also Kölmer, oder? Ja, ja, rein. Also wir haben die dann deckt und dann sind die zur Versteigerung gegangen. Kälber haben wir behalten und die haben wir im Endeffekt wieder großgezogen. Mhm. Irgendwann, klar, Betrieb übernehmen. Und dann war damals da dieser wahnsinnige Einbruch schon. Und dann habe ich gesagt, nein. Also, was war das damals? Was Jahreszahl ungefähr? Wie viel Kilo? Nein, wann das war? Aber, also, 20 Jahre oder was? Sepp, weißt du noch ungefähr? Wann also? Nein, ich weiß nicht, schon so lange. Ich war, glaube ich, noch in der Schule, wo das dann schon angefangen hat, einzubrechen. Übernommen habe ich, also 85 habe ich dann schon langsam angefangen, auf Pensionspferde umzustellen. Seit 1980 habe ich ein eigenes Pferd, ganz klar. Und ja, und so peu à peu hat man halt dann, sind die Kühe immer weniger geworden und immer mehr Pferde. So heißt das, man muss umbauen auch und investieren, ne? Natürlich. Weil heute der Pferdehalter oder Menschen mit Reitbeteiligung nicht bloß eine Box wollen, sondern eben auch eine Sonnenliege fürs Pferd und dann nur eine Dusche möglichst mit warmem Wasser, oder? Ja, ja. Sagen wir mal so, man muss ja auch sagen, die Leute sind alle berufstätig. Ja. Und ich habe jetzt 2020 noch eine Halle gebaut.
Reithalle, weil gerade, man sieht es ja bei unserem Wetter, Winter, es ist um 4:30 dunkel, dann kommen die Leute von der Arbeit und möchten halt gerne noch ihre Pferde auch bewegen. Ja. Und es geht halt dann. Draußen schlecht. Es ist eisig und was weiß ich. Und darum habe ich da jetzt auch nochmal investiert und habe eigentlich eine Halle gebaut. Ja. Und warum haben Sie denn einen Bulldog? Weil ich meinen Heißsommer mache. Ich muss heiß selber, echt? Natürlich. Ich fahre ja auch meinen Mist weg. Also okay. Ich kann ja, es ist toll, wenn man mit dem Schubkarren rausfährt, aber ja. Ja, man muss ihn wegbringen. Ich fahre jetzt meinen Mist zum Beispiel zur Biogasanlage. Okay. Ja, da kann wahrscheinlich der Sepp wieder was dazu sagen, wegen der Fernwärme, für was unser Mist eben dann auch hergenommen wird. Und ja, aber ich muss Stroh holen. Das kann man bei uns einfach nicht anbauen. Ja, das holen wir halt weiter von der unteren Gegend dann. So bei Weichkorngetreide wächst, gell? Oder soll es noch die Haferleiten geben, aber da kannst du keine Teilstunde. Es ist klimatisch und bodentechnisch nicht möglich. Ja. Also nicht wirtschaftlich. Aber es gibt doch diese Lieder von diesen berühmten Haferleiten. Also ja. Früher, hat es denn wirklich irgendwann gegeben? Oder? Das wird es schon gegeben haben, aber ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Also bei uns erinnern, und der Boden ist so steinig, also dass da mit Getreideanbau. Also, Kartoffel auch nichts, oder? Kartoffel haben sie früher schon, aber die haben sie. Kartoffel wächst ja überall. Also, das ist halt ein steiniger Boden. Also bei uns früher hat man ja die Heuernte noch mit Stanker gemacht. Also man hat ja handtechnisch, da hat man als Kind auch immer schlagen müssen mit dem Eisen. Also da ist wirklich nur so viel Erden da und unten drunter kommt der Kies. Ja, da ist nichts. Also da, wenn Sie mit dem Pflug fahren, da kommt nur die Erden weg und dann kommt der Steiner und der Kies raus. Also jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen, Damen und Herren, und versuchen, Ihnen mal ein paar Hintergründe aufzuzeigen, warum es bei uns den Bauern in Deutschland eigentlich schon seit jeher immer so geht, dass sie sich über ihren Beruf aufregen müssen. Es gab damals nach dem Zweiten Weltkrieg ein Treffen zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Ich weiß nicht, wo das gewesen ist, aber es ist verbrieft. Und die haben in diesem Treffen festgelegt, dass Frankreich Agrarstaat sein will und die Deutschen sich in der Industrie versuchen. Also Krupp, Thyssen, dann diese berühmte Maxhütte. Das war alles so ein Produkt von dieser Absprache. Und die Bauern, die sind eigentlich durch ihre Landwirtschaftsminister im Bund immer so abfertigen. Sie sind halt da, man braucht es, weil sie konservativ sind und weil die Bauern eigentlich mit festen Füßen auf dem Bund der Demokratie stehen. Man braucht es, aber eigentlich sind sie ein bisschen lästig. Sicher das richtig oder ist lästig, der Betroffene? Lästig werden wir vielleicht nicht sein, aber wir sind ein klitzekleines Wählerpotenzial. Also wir haben in der Politik nichts zu entscheiden. Und, klitzekleines? Ein klitzekleines, wir sind nur 1% von der Bevölkerung. Und das spielt bei keiner Wahl einen Ausschlag. Und zusätzlich wird es noch sein, also die Wählerstimmen von den Bauern, die werden ziemlich einer Partei zugeordnet sein und die ist derzeit nicht an der Regierung. Durch das ist es ein vernachlässigbares Klientel, aus meinen Augen. Was aber sehr schade ist, weil man darf also nicht vergessen, dass gerade die Landwirtschaft, alle Bauern fürs Essen zuständig sind, und zwar für die ganze Bevölkerung. Das war vielleicht einmal. Es war vor langer Zeit so, dass ich, was weiß ich, gewusst habe, dass die Milch, die ich beim Grammer kaufe, die kommt aus der Molkerei und die Molkerei holt die Milch wieder von den Bauern rundum herum. Aber heute, wenn du beim Aldi reinschaust, die haben ja extra Verpackungen für die bayerische Milch. Warum? Ja. Weil die andere Milch von irgendwo herkommt. Ja, aber das liegt am Verbraucher, das ist auch ganz klar. Und ich glaube, dass die meisten Menschen da gar nicht so drüber aufgeklärt sind. Die gehen halt einfach rein, die schauen natürlich nach dem Preis. Keine Ahnung. Das Billigste, ja. Okay. Man kauft halt dann das Billigste. Ja, aber wie ich schon sage, man hat es ja bei Corona gesehen, was rauskommt, wenn man alles vom Ausland holt. Oder nicht? Da waren keine Masken da, mehr waren ja Medikamente und. Und dann ist es einmal aufgefallen, hoppala, gell, jetzt hat man alles ins Ausland gebracht und jetzt stehen wir da in so einer Sache einfach total auf dem Schlauch. Das ist die Globalisierung, ne? Richtig. Obwohl ich natürlich früher. Ich komme ja aus dem Energiebereich. Also reden wir über Energie. Wir haben uns total abhängig gemacht von anderen Ländern, von der Energie. Was da passiert ist, das sieht man jetzt. Und sich abhängig machen in den Lebensmittelbereich, das finde ich ja tödlich. Was meinen Sie, was passiert, wenn wir in Deutschland unsere Lebensmittel nicht mehr selber herstellen? Das wird eine Handelsware aus dem Ausland und in dem Augenblick hatte ich das Ausland volle Kanne in der Hand. Also
Also du hast preislich nichts mehr dagegen zu setzen. Ich würde es nicht was anderes weiterreichen, da stehen, aber der Preis, der wird ja dann diktiert. Und dem machen wir einen Übergriff, Subventionen. Also das ist ja so ein Begriff, der wo in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird, weil die Leute eigentlich gar nicht aufgeklärt sind, wer diese Subventionen erhält. Die werden direkt ausbezahlt beim Bauern. Aber ankommen tut ja nur beim Endverbraucher. Warum ist beim Lidl, beim Aldi und beim Edeka das Produkt so billig? Warum ist das so billig? Nur weil wir ein Geld kriegen, damit wir ein Produkt erstellen, das wir unter Wert verkaufen müssen. Weit unter Wert. Also das ist nicht nur ein bisschen, das ist weit unter Wert verkauft. Ja. Das Produkt davon ist mein Wampen. Weil wir einfach zu viel fressen. Auch meine. Ja, also das ist sie laden drüber. Das ist doch, der, ja. Das ist doch die da wo es im Endeffekt dann praktisch aufhört. Ne? Aber wie gesagt, also der Verbraucher, der muss ja irgendwann einmal damit rechnen, wenn es diese Subventionen nicht mehr gibt, dann gibt es entweder nichts mehr zu essen oder es gibt nur noch so wenig oder so teure Lebensmittel, dass man viele andere Sachen einmal wieder fallen lassen muss. Also es hat ja auch Zeiten gegeben, wo man gearbeitet hat, dass man überlebt hat. Und ich will hoffen, dass es nicht mehr so weit kommt. Aber jetzt müssen Sie eine Frage nach einer Zahl stellen, weiß nicht, ob die irgendwo parat ist. Es darf mich jetzt mal interessieren, wie viele Lebensmittel dieses 1% der Bundesbevölkerung, die dem Bauernstand angehört, produziert, die dann tatsächlich hier im Land auf den Markt kommen. Verstehst du? Ich habe ein paar Zahlen im Kopf. Also in der Rindfleischerzeugung haben wir ungefähr 150% Eigenerzeugung, also 50% ins Ausland. Ach so. Bei der Milch sind es 130%, das weiß ich auch noch. Bei Schaffleischerzeugung. Echt? Ja, und bei der Schaffleischerzeugung sind wir bei 45%. Also da holen wir sowieso schon 55% aus dem Ausland. Und Getreide haben wir auch ein ganzes. Das ist wieder der Punkt, verstehen Sie? Schaffleischerzeugung, wenn du mal in den Großmarkt gehst oder irgendwo Schaffleisch, dann kommt es aus Neuseeland. Verstehst du? Ich war in Neuseeland. Ja, die haben schöne Weiden und ja, die haben doppelt so viel Schaf wie Einwohner. Super Haltung. Aber das muss um den halben Globus geschifft werden, das ist ja, das. Ja, das, was ich dazu sage, die haben ja auch Subventionen gehabt früher, jetzt gibt es die nicht mehr. Dann haben sie ein paar aufgehängt, dann ist das alles noch intensiver geworden. Also ich war auf Betrieben mit 17.000 Kühen. Nicht 700 oder nicht 1700, 17.000 Kühen. Wie managen die das? Das ist doch unmöglich. Ja, das wird. Du hast uns halt einfach lassen, oder? Wie soll ich sagen? Da, rechts der Fjord, links das Gebirge. Flaggen, das interessiert keine Menschen. Da ist da, der, wo vorbeifährt, der sagt nichts. 17.000? Ja. Wie viele Angestellten hat dann der? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da sind die Melkroboter da und die gehen da den ganzen Tag zum Melken. Die Viecher. Das sind auch nur Milchkühe. Milchkühe, ja. Wir haben ja Russland, wir haben einen Russland-Boykott. Wir liefern Russland keine Milch mehr. Der holt sich jetzt in Neuseeland und Australien. Neuseeland explizite, die hat es einmal geheißen, 5 Millionen Leute, 50 Millionen Schaf. Das ist in der Zwischenzeit, in den paar Jahren, wo das ist, gibt es drüben vielleicht noch 20 Millionen Schaf. Alles, was vorher Schafbetriebe war, ist jetzt alles Milchleistung. Mit den dazugehörigen Zerstörung der Natur. Sie müssen einmal umschauen, man muss sich das einmal anschauen. Alles, was vorher abgegrast worden ist, schöne Buckelwiesen, Berge und, das wird mit Bulldozer platt gemacht. Also bulldozermäßig platt gemacht. Man kann sich das nicht vorstellen. Was dann da ist groß produzieren, ja. Heu drauf, oder? Genau, wird zu Weiden gemacht und dann wird halt da Großindustrie, Landwirtschaft, Milch. Und was mich da so ganz besonders gewundert hat, wenn ich heute bei uns in den Laden reingehe, dann kriege ich das Lammkotelett für Butterbrot, für nichts. Ja, das ist genau. In Neuseeland kostet es das Vierfache. Warum kostet es in Neuseeland das Vierfache plus Schiffen, plus Abstechen, plus kostet es bei uns nichts mehr? Subventionen. Ja, aber wer kriegt die Subventionen? Die Landwirte drüben in Neuseeland kriegen sie nicht. Das ist ja sowieso immer so, für mich auch so ein großes Geheimnis, wo die Gelder überall hingehen, verstehst? Wenn man schaut, was der Landwirt Kilopreis für Sau kriegt, weißt, und was dann im Lohn kostet, wo bleibt das Geld? Ja. Ja? Und jetzt ging es halt jetzt noch los, dass sie halt jetzt noch mit der Besteuerung und der Dieselvergütung anfangen. Der Diesel. Sollen Sie mal was über den Diesel erzählen? Soll ich Ihnen was sagen? Bei mir macht es 26 Euro im Monat aus. Und das ist das Problem. Das Ganze ist es einfach. Das Ganze ist es. Ich gehe nicht wegen 26 Euro im Monat auf die Straße und habe letzte Woche 250 Euro für Diesel verbraten, weil ich auf jeder Demo dabei war. Es gibt da in meinem Leben eine wunderbare Geschichte. Mein Vater war Dorfschullehrer, auch bei Freising draußen, weißt du?
Und ich bin als Bub immer bei den Nachbarn gewesen, habe beim Ausmisten geholfen, beim Kartoffelklauben, beim Heimacher, beim Strohnauf. Als Bub wollte ich Landwirt werden. Mhm. Das ging so lange gut, bis ich mir mal gedacht habe, weißt du, mein Nachbar, der Selbauer, der hat einen roten Schlüter gehabt. Dann hat er mir vorne die Motoren aufgemacht und da haben wir gedacht, oh, da passt der farblich der Diesel super gut zum Bulldog. Okay. Roter Diesel. Und dann habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass mir das gefällt. Dann hat er mich so zusammengeschissen. Gell. Weil er kein Dieselverfahren hat, sondern Heizöl, ja. Verstehst du? Und darum ist das eigentlich mit dieser Besteuerung eigentlich nur Anlass gewesen, oder? Ich habe zwar schon lange drauf gewartet. Das Fünkchen zum Fass überlaufen lassen. Also es wird ja in der Öffentlichkeit als Subventionsabbau dargestellt. Ist es überhaupt nicht. Nein. Dieser Diesel, das ist eine zusätzliche Steuer, was da passiert. Also diese Dieselvergütung oder Rückerstattung, was wir da kriegen, das ist ja eine steuerliche Angelegenheit, damit sie das in Europa ausgleicht. Ja. Damit wir mit gleichen Voraussetzungen produzieren. Ja. Es war die Begründung ist ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, der Traktor fährt nicht vorwiegend auf der Straße. Richtig. Die Steuer ist eigentlich zum Straßenerhalt zuständig, sondern der Kerl auf den Acker. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also kriegen wir eine Rückvergütung, weil wir ja nicht so den Straßenverkehr belasten. Ja. Es soll ja normal aus diesen Steuereinkommen soll ja die Straßen repariert werden oder hergerichtet werden und erneuert werden. Ist derzeit ja auch nicht mehr der Fall. Es wird ja in ganz andere Sachen eingesteckt. Also es wird ja auf die Schiene gebracht, diese Steuer. Alles recht und gut, sehe ich ein, dass es sein muss. Nur, dass es dann der Landwirt zahlen muss, das sehe ich jetzt ich persönlich nicht ein. Okay. Und nochmal zu Europa. Also Franzosen fahren heute noch mit Heizöl. Bloß zur Information, also die haben amtliche Heizölbefahrung im landwirtschaftlichen Bereich. Die dürfen das. Die dürfen das heute. Halt. Ja. Das ist nicht, dass sie es machen, die dürfen das. Ja. Und diese Dieselrückvergütung, die ist auch in ganz Europa anders. Also wir haben, glaube ich, nach Belgien die zweitwenigste Rückerstattung. Also da geht es wirklich um Claimbeträge, bloß das war halt. Irgendwann haben sie uns in den letzten Jahren ja nur noch in die Enge getrieben. Nur noch das muss man investieren, das. Und jetzt ist halt so, jetzt ist es einfach über. Und jetzt, wenn die so weitermachen, dann wird es auch nicht mehr beherrschbar. Weil wir sagen, die Landwirte ist nur 1%. Was lebt von den Landwirten alles? Sie haben zuerst Bulldog gesprochen, Traktoren, die ganzen Landmaschinen, die ganzen Bäcker, Metzger. Das ist eine Masse an Industrie, was da hinten dort hängt. Wertschöpfungskette, die praktisch auf die Landwirtschaft aufbaut, ist riesig. Die damit untergeht. Ja. Und ich bin viel bei uns in Garmisch-Partenkirchen mit den heimischen Handwerkern beieinander. Die haben noch viel eine miesere Stimme wie wir Landwirte. Denen steht es bis daher. Also die Steuerbelastung. Die Spediteure jetzt mit der Mauterhöhung, muss man ja auch sehen, ich meine, die fahren ja unsere Ware von A nach B, beliefern im Endeffekt alle. Wenn man da mal anschaut, wir haben uns ausgerechnet, wo wir jetzt nach München gefahren sind zur Demo. Das kostet einen bei 100 Kilometer hin und zurück mit Diesel und Maut, haben wir ungefähr überschlagen, 200 Euro. Wollen wir von mir fahren? Und wieder zurück. Mit der Maut, mit dem Diesel, was der LKW braucht. Und das, im Endeffekt zahlt es ja wieder der Endverbraucher. Es wird wieder alles teuriger. Man muss ja mal diese Kettenreaktion sehen. Die Bauwirtschaft bricht zusammen. Es wird alles teurer. Wer soll nur investieren? Und deswegen gehen so viele Leute, bin ich der Meinung, auf die Straße, weil es einfach krankt bei uns. Es krankt. Und an allen Ecken und Enden. Ich habe eine Mutter mit Pflegestufe 5 daheim, was man im Endeffekt alles dazuzahlen muss. Meine Mama hat ein Leben lang eingezahlt. Die hat Deutschland mit aufgebaut. Ja? Die ist jetzt 93, wird 94 dieses Jahr. Seit 2018 ist sie Pflegestufe 5. Das mache ich alles allein. Das mache ich zusätzlich, ja. Okay. Ich habe jetzt bei mir im Betrieb auch deswegen jemanden einstellen müssen, weil ich meine Mama eben nicht abschieben will. Ja. Ja? Seit 2012 pflege ich sie und seit 2018 ist sie Pflegestufe 5. Und man muss wirklich um alles betteln, dass man was kriegt. Ich muss für 120 Euro im Monat Windeln kaufen. Ja, ich muss Vitamin B, ich muss Vitamin D, ich muss das Inhalat alles aus eigener Tasche bezahlen und. Ja. Man muss sich das nicht verschreiben lassen, so Inhalat. Nein, das ist nicht dabei. Das ist nicht dabei. Ich kriege die Entwässerung kriege ich zahlt und den Blutverdünner kriege ich zahlt. Mhm. Aber nicht den Rest.
Und es kann doch nicht sein. Die haben ein Leben lang einbezahlt in die Kasse. Und jetzt muss ich um alles streiten, was ich haben möchte oder was ich sage, was ich brauche. Was ich brauche. Weil die Leute einfach da sind, verstehen Sie? Die sind da und die müssen beschäftigt werden. Und wenn sie nichts zum Tor haben, dann so ist es halt eine Arbeit. Und das ist, ja, das ist aber es ist doch traurig. Ja, und dann muss ich sagen, was mich aufregt. Und ich will jetzt da nicht, es kommen andere zu uns rein und man hilft ja wirklich jedem gern, wenn er in einer misslichen Lage ist. Ja. Aber die haben noch nie was eingezahlt, aber die müssen nicht streiten wie mir. Ja. Und das ist das, wo es bei uns einfach krankt. Und ich glaube, deswegen das Volk jetzt langsam lernt, zusammenzustehen, weil so kann es nicht weitergehen. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wer das jetzt noch nicht kapiert hat, der tut mir wirklich leid. Ja, also, das, wie sagt, wer sagt... Wollen Sie mir jetzt bitten, dass ich dem Scholz sage, er soll bitte zurücktreten, oder was? Ich muss es verstehen, was Sie rausholen. Ja, so geht's nicht. Ich weiß nicht, aber kurz die Frage nochmal. Ich habe doch die Abgeordneten gewählt in den Bundestag hinein, die Regierung dann gewählt haben. Da muss ich halt dann warten, bis diese Legislaturperiode vorbei ist. Ich verstehe das nicht. Doch, aber wenn ich jetzt noch 2 Jahre warte, dann haben wir doch alles komplett gegen die Wand. Ach, Schmarrn. Doch, das glaube ich. Nein, ja, das glauben Sie. Okay. Ja. Aber das glaube ich zum Beispiel jetzt nicht. Also ich glaube schon. Jetzt wir reden gleich weiter. Ich wollte noch mal was anderes fragen. Ich habe doch einige Freunde, die Landwirte sind. Und wenn du intensiv mit den Leuten unterhältst, dann sagen die, das Problem ist nicht diese Subvention, sondern das Problem ist, dass er als Landwirt nicht zu internationalen Konditionen produzieren kann, sondern dass er halt überall Vorschriften hat, er hat den Mindestlohn, ja, den ganzen Dreck, was man da ist. Du hast das ja eh schon vorgebracht. Also wir werden ja gegängelt ohne Ende. Tierwohl, Mindestlohn. Wir haben überall die höchsten Vorschriften, Auflagen, die es gibt auf der ganzen Welt. Und dann soll man das billigste Lebensmittel produzieren. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Aber nein, das gebe ich mir da, ähnlich wie beim Wirtschaftsbetrieb, sagt, okay, da gibt es ja gewisse Arbeitsschutzvorschriften. Aber sonst halt eigentlich machen lassen, das... Ja, da haben Sie ja jetzt letztes Mal in Berlin davon gesprochen, dass man uns wieder mehr machen lässt. Ja. Aber ich bin jetzt, ich habe ein bestimmtes Alter. Also ich bin schon Senior in der Rente. Also das hat man mir schon vielmals und oftmals versprochen. Also ich bin seit 30 Jahren im Bereich Schafe, also bei der Bayerischen Herdbuchgesellschaft und beim Landesverband Vorstand. Und ich bin bei uns bei der Weidegenossenschaft erster Vorsitzender. Durch das habe ich viel Verbindung mit Politik. Wenn man da mal dahinter steigt, was da alles abgeht, das ist für einen arbeitenden Menschen schon ein bisschen schwierig zu begreifen. Was aber da blickt man überhaupt durch? Verstehst du, im Anblick hast du so... Das ist ja nur eine Frage der Intelligenz. Durchblicken das gleich einmal. Du musst halt auch was wissen, weißt du? Wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist das Problem. Wenn man das dann wirklich einmal durchblickt hat, dann sieht man erst, was das für ein Spiel ist. Ja, also das ist vielleicht schon... Gehen wir jetzt einmal in Richtung Bio. Unser Bayern tut ja publizieren, oder? Wir sollen 30% Bio kriegen und. Es kann man nicht mehr verkaufen. Es ist viel zu teuer. Die Gesellschaft hat das Geld nicht mehr, dass sie Bio kaufen kann. Was möchten wir Bio produzieren, wenn ich es nicht verkaufen kann? Also ich habe einen guten Bekannten, Krautbauer aus Ismaning, der sagt immer, regional ist das neue Bio. Ja. Das ist ein kompletter Spruch, oder? Nein, das hört man aus weiten Kreisen. Das ist so. Also wir sollen sagen, wenn ich habe da 100 Meter Entfernung Schlachthaus, oder vielleicht bloß 50 Meter. Das echt? Ja, das ist nur da über dem Bahngleis drüben. Also das ist, was daher das Bahngleis ist, auf der drüberen Seite ist das Ding. Zu Fuß muss ich 200 Meter gehen, weil ich durchs Tunnel muss. Also kurz mal, wir schauen uns die Viecher an. Oder sind ohne Kier, also Schlacht drin, als Wernfelser, Murnau, und dann hast du einen Schaf. Ja. Aber werden die Schafe auch da drin geschlachtet? Ja. Ah, ja. Sicher, ja. Also ein Großteil wird da drüben geschlachtet und andere gebe ich an Verbände ab, die wo halt Bio vertreten. Also ich bin Naturland und da kriege ich halt dann Schlachtstätten. Und die werden was macht denn Bio? Wieder, was macht denn Bio so teuer? Was Bio so teuer macht? Ich kann das nur aus meinem Betrieb sagen. Ja, also das ist einfach, ich brauche einen großen Stall. Ich brauche Liegeplätze, ich brauche Luft, ich brauche Licht, Auslauf. Ja, aber das ist doch billiger, als wenn ich jetzt so ein Saumast habe, wo ich eine Klimaanlage einbauen muss, wo ich dann irgendwelche Trittschalen baue, wo Desinfektionsmittel drin ist. Das kostet halt alles Geld und man muss jetzt schauen, was er dann pro Lamm
Ertrag hat. Also das ist ja minimalst. Und was bei mir jetzt ganz ein teurer Ding ist, also die Einstreihe, das ist das Einzige, was ich von außen zuhöre, das ist das Stroh. Das kostet innerhalb von den letzten 15 Jahren das Doppelte. Also da habe ich eine hundertprozentige Verteuerung. Mhm. Und was ganz teuer geworden ist, das ist Getreide. Also Bio-Getreide, das ist schon bald Gold. Also, wird das so selten baut, oder? Ist das so schwierig, oder? Nein, das ist, weil sie halt ja gerade Rohr habt. Also im Endeffekt. Wo kommt das her? Ist es aus Deutschland oder kommt das? Ich das meine unten Offmühle in Sindelsdorf. In Sindelsdorf? Ja. Okay. Er wirbt mit regionaler Ware, ist aber, ich sag's ganz offen ehrlich, drecksteuer. Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen was Erfreuliches und schauen uns Viecher an, Damen und Herren. Kleine Tierchen. Es hat vor ein paar Tagen hier Nachwuchs gegeben. Die Mutter ist sehr glücklich drüber, aber nicht, wenn sie Besuch bekommt. Das werden wir uns Eis dann gleich mal vorführen lassen. Und dazu sehen wir uns gleich wieder. Schauen Sie, das hier ist ein schwarzes Bergschaf. Ganz vorwitzig, möchtest du was sagen? Das ist kein schwarzes Bergschaf, das ist ein braunes Bergschaf. Okay, Sie haben so recht. Nicht, weil ich sehe das Ganze nicht so rüber. Aber das ist ein schwarzes. Das ist ein schwarzes. Jetzt komm mal da rauf. Warum ist das eine schwarz und das andere braun? Braunen Bergschafe züchte ich und ich züchte auch gescheckte Bergschafe. Und wenn der Bock dabei ist, gibt es halt einmal Fremdgänger und dann kommt dann zwischendrin einmal ein schwarzes Schaf auf die Welt. Kommt dann der schwarze Bock heimlich auf die Weide? Nein, kommt das Schwarz von den gescheckten Bergschafe raus und das geht dann bei den Braunen durch. Ach so, das Schwarz ist, wie wir es im Biologie gelernt haben, rezessiv, oder? Richtig. Und dann, wenn zwei rezessiv aufeinander trifft, dann wird es dominant. Meistens das Schwarze schlägt da durch. Manchmal mit ein paar weiße gepunkte Flecken, aber... Das ist die Rasse, die normalerweise bei euch so die historische ist, oder? Also bei uns in Werdenfels ist das Bergschaf. Heimisch ist ganz logisch, weil wir haben im Sommer Bergbetrieb, Almbetrieb. Und das sind die Schafe, die kulturell da reingewachsen sind. Also da hat sich alles aussortiert, weil es nicht fähig war, auf dem Berg zu existieren. Und darum haben wir zu 99% Bergschaf. Einfach Bergschafe. Gibt es in schwarz, weiß, gescheckt und braun. Und wie viel hast du jetzt da? Ich habe 50 Mutterschafe. 50? 50 Mutterschafe und ca. 70 Lämmer sind da drin. Ich finde es so nett, der hat mir vorher erklärt, dass diese Schafrasse eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Und dann siehst du so einen Hafer da stehen. Bist du einer der seltenen oder einer doch, gibt es mittlerweile mehrere, die wie du sowas dann also so professionell machen? Professionell, also ich bin Nebenerwerbslandwirt und bin begeisterter Schafhalter und bin halt mit der Schafrasse da aufgewachsen und habe es dann auch weiterbetrieben. Also bei mir ist auch, ich bin ja eigentlich schon am alten Teil, also bei mir ist schon der Bub an der Regierung. Hat graue Haare, wissen Sie, wenn man graue Haare hat, dann ist man alt. Gell. Und das ist im Endeffekt keine Wirtschaftsrasse. Also das muss man so sagen. Also der, wo ja, aber ist Schafzucht, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ja, weil das ist ja bei der Landschaftspflege normalerweise. Man kann mit Schafzucht schon auch Geld verdienen. Also wenn man es in einer bestimmten Menge hat, also das ist die Quantität. Fleisch oder Milch? Rein Fleisch. Milchschafe sind bei uns in Bayern. Es gibt schon, aber in sehr geringen Mengen. Mhm. Also da haben wir fast keine Betriebe. Das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Das kann man vorstellen. Ja. Ich meine, wenn man sich mal hier ein bisschen umschaut, Damen und Herren, Sie werden sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass das alles relativ neu ausschaut. Also der Stall ist jetzt nicht so alt, oder? Du hast vor kurzem viel investiert. Der Stall ist 19 Jahre alt, also ich bin jetzt am 19. Winter drin. Okay. Und ja, mal, ich kann sagen, es war damals eine günstige Zeit. Also heute bräuchte man das mal nicht mehr in diesen Größen, in dieser Größenausführung mal drüber, aber das hat damals so ungefähr 250.000 Euro gekostet. Das geht einmal. Ja. Also viel Eigenleistung, aber, oder? Ja. Bist du Zimmerer, oder? Nein, ich bin Elektriker. Also nein, aber ich sehe viel Eigenleistung drin. Ja. Also man hat auch Spätzl und... Wenn du das Holz, was du verbaut hast, da bist du schon gut... Das muss ich dazu sagen, Holz und Beton habe ich komplett vergeben. Da war damals die Zeit so schlecht, die haben sich gegenseitig unterboten. Also ich habe da eine super Arbeit, super Qualität zu sehr günstigen Preisen gekriegt. Und dann auf der anderen Seite drüben, schauen Sie hier, das ist praktisch die Gegenveranstaltung von der Frau Grasecker. Die hat jetzt leider schon
Ich habe wieder das Weite gesucht und auch gefunden. Das sind Werdenfelser. Also das ist ein Werdenfelser Rind, auch vom Aussterben bedroht. Ja, also das ist das Murner Werdenfelser Rind. Ja. Da hat es vor 20, 25 Jahren nur noch 100 Kühe gegeben. Wahnsinn. Also das ist tot, war eigentlich schon tot gemacht. Es hat auch nur noch 3 Stierlinien gegeben. Sagen Sie wenigstens auf dem Papier. Ich sage, das war nur noch eine. Aber das hat dann über den Zuchtverband da Zuschüsse gegeben und. Es ist aber nichts passiert. Das ist ein Dreinutzungsrind gewesen früher. Und jetzt ist es ein Zweinutzungsrind mit Leistungen, die im landwirtschaftlichen Wirtschaftssektor keine Chance hat. Dreinutzung ist, dass man es zum Zirner hergenommen hat, oder was? Da hat man früher die Ochsen hergenommen, ja. Also diese Ochsen. Also Dreinutzung heißt Fleisch, Mulch und Zirn. Und Zirn. Also die Ochsen, was da gemacht worden sind, die sind in ganz Bayern, in ganz Deutschland, in der Schweiz und in Österreich verkauft worden. Die Rasse war sehr robust oder ist sehr robust und hat eine Zugkraft. Modelmeier, das ist hinter Freising dran, da gibt es einen Bauernhof. Da habe ich früher immer mal Fleisch gekauft. Und die haben eine Werdenfelser-Kur gehabt. Und diese Werdenfelser-Kur, die ist immer zur Bayern in die Küche reingelaufen. Und weißt du warum? Weil die keine Angst vor dem Beton und vor Fliesen gehabt hat. Haltungsbedingt auch. Also wenn man Haltung hat, wo man wenig Viecher hat, hat man auch viel mehr Beziehung oder kann er sich viel mehr um das einzelne Tier kümmern. Cool. Und wenn man da eins hat, ist man ein bisschen handverpäppelt von jung auf. Das bringt man dann leicht dazu, dass er nachläuft. Schauen Sie, wenn wir beim Peppeln sind, da, das ist das letzte. Nein, du musst keine Angst haben. Da haben Sie. Das ist die Mama vom Hansi und die Mama vom Hansi, wenn ich jetzt da reinlange, dann perforiert man die praktisch am Unterarm. Jetzt sei halt nicht so ekelhaft. Ich tue dem doch nichts. Nein, ich darf nicht hier lang. Schutz fürs Kalb. Aber das ist der Instinkt oder so, so brutal. Ja, bei manchen Rassen ist das noch da, aber das gibt es nicht mehr bei allen. Und der Hansi, der hat schon Ohrmarken. Wie alt ist denn der? 3-4 Tage, oder? Der ist, ja, ich glaube, 4 Tage ist er alt und ich kriege das sofort. Also ich tue die rein sofort, wenn sie auf die Welt kommen. Mhm. Da sind die Ohren noch ganz wach und dünn. Dann merken sie, das Durchdrucken nicht. Ja. Da, wenn man zu lange wartet, dann haben die dann nachher dick. Also die schauen die nicht mehr an. Verstehe. Und was heißt das? 28533, ist das eine Hofnummer oder Zuchtbuch? Nein, das sind laufende Nummern, die kriegt man zugeordnet. Mhm. Im Endeffekt geht es um Veterinärwesen. Die Nummer, wenn du den PC eingibst, dann weißt du genau, auf welchem Betrieb die steht. Wir müssen ja jeden Transport müssen wir alles melden. Also ist das nachvollziehbar. Über diese Dokumentationspflichten. Hat einen solchen technischen Hintergrund. Ist schon klar. Dann, was mich nur interessieren hat, das Heid, kauft es zu, oder? Du blöde Hähner. Nein, also ich habe Kreislaufwirtschaft. Tatsächlich? Eine komplette Kreislaufwirtschaft. Ich kaufe nichts zu, außer Stroh. Weil mit der Laufstallung, wir haben ein Streuwiesen bei uns da. Aber was macht, du bist doch Elektriker, hast du gesagt. Wann machst du denn das? Ja, jetzt bin ich Rentner. Ja, ich gebe es einmal zu. Also ich muss sagen, ich habe 4 Enkel. Die 4 Enkel, die siege ich jeden Tag. Okay. Ich habe 2 Kinder, die glaube ich, habe ich manchmal in der Woche bloß einmal gesehen. Also ich bin in der Früh um 4:30 aufgestanden und bin auf die Nacht um 10:30 wieder heimgekommen. Also ein Familienleben macht das nicht jede Frau mit. Das muss man echt dazu sagen. Reden wir noch, Damen und Herren, über das zweite große Problem, was also mir immer gleich fällt, wenn man Schafsicht, das ist ja der neue, wie sagt man, Spätzuwanderer hier in Bayern, der Wolf. Da habe ich jetzt gehört, dass da bei Unterammergau sich so ein kleines Rudel gebildet hat. Was hört man denn da? Oder was geht denn dir durch den Kopf, wenn du dir mal vorstellst, dass die Eltern dann so beginnen, von Unterammergau ihren Nachwuchs Richtung Garmisch zu vertreiben? Also fangen wir von Anfang an. Den ersten Wolf, den wir da gehabt haben, der war in Hintergrasseck. Der war vor 3 Jahren. Okay. Der ist dann verschwunden. Seltsam verschwunden. Und wir haben 22 im Almsommer, haben wir 2 Wölfe gehabt. In die ganzen Schafalmen in Garmisch, also von Griesen bis nach Farchand. Der hat ungefähr 35 Schafe gerissen, die wir gefunden haben. Und etliche sind abgegangen, irgendwo so 7, 8 Stück, die wo man nicht mehr gefunden hat, die waren halt weg. Aber da gibt es auch keinen Nachweis. Mhm. Die Wölfe werden dann im Winter abgewandert sein, weil im Winter ist da oben ja kein Jagdgebiet. Und das werden auch die Wölfe sein, die da dann vorne draußen sind. Also Kohlgrub, Unterammergau, Oberammergau. Mhm. Und das Bärchen mit den Jungen soll ja im Murnau-Bereich Staffelsee sein. Das Bärchen? Ja. Das Pärchen. Pärchen, ich so. Weiß es nicht, wie man es ausdrücken soll. Ja. Die anderen sagen ja, da ist ein Junge da mit dabei, aber einen Nachweis, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Ja.
Ich habe erst vor drei Tagen gelesen. Trotzdem, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber was ist das für dich oder was bedeutet das für deine Schafe? Das ist der Untergang. Also der Untergang. Bei uns, wir brauchen die Almflächen, also wir leben ja zu 50% auf der Alm. Mhm. Wenn ich auf den Almbetrieb nicht mehr habe, dann muss ich meinen Bestand da herunten um 50% reduzieren. Also halbe Tiere, halbes Feld und. Dann rentiert sich das alles nicht mehr. Also ich brauche jetzt Viech und ich brauche nicht einen Quadratmeter. Also der Wolf, der ist aus meiner Sicht der größte Gegner von der Landwirtschaft, die es zurzeit gibt, also von der Weidewirtschaft. Was mich überrascht hat, einen Bären gibt es auch, aber der tut die Viecher nichts. Stimmt. Das ist dann hinter Linderhof. Ich habe erst vor drei Tagen gelesen, oder? In Bayern gibt es keinen Bär. Ich muss so lachen. Wir haben seit 3 oder 4 Jahren auch im Ammergebirge, also das geht vom Plansee bis nach Murnau, jedes Jahr Sichtungen. Also der Bär ist fest seit 3 Jahren mindestens bei uns in dem Bereich Ammergebirge. Der ist vorhanden, was man dazu sagen muss. Er hat bis heute noch keinen einzigen Nutztierriss getätigt. Also uns ist nichts bekannt, dass da ein Nutztier zu Schaden gekommen war. Das Schlimme am Wolf ist ganz einfach das, wir haben ja auch Luchs da. Die Luchs haben wir seit 40 Jahren bei uns. Die waren früher in Steppberg drum, da war ich nur ein Halbwüchsiger. Ein Luchs, der reißt ein Reh, frisst es auf. Und wenn er das aufgefressen hat, dann reißt er wieder eins. Gegen so ein Viech hat kein Mensch was, auch wir Landwirte nicht. Auch wenn da mal ein Schaf kaputt geht oder 2 oder 3, gegen dem haben wir nichts. Aber ein Wolf, der reißt auf Vorrat. Und das ist sein Verhalten, das er da tätigt. Der reißt, solange er Kondition hat, solange reißt der. Ja. Und es hat er früher in der Natur, war das Jahr, hat er ja dann einen Monat lang was zu fressen gehabt. Jetzt leben wir ja in einer voll überbevölkerten Kulturlandschaft und dann ist er mit dem Reißen fertig und dann ist der Mensch da. Und dann geht er zum nächsten Betrieb und reißt. Darum haben wir so hohe Schäden. Da kann der Wolf selber auch nichts dafür. Das ist einfach seiner Umgebung geschuldet. Okay, Damen und Herren, schauen Sie noch einmal, so schaut praktisch das Werdenfelser Rind aus, Murnauer Werdenfelser. Ich bin ja ganz angenehm überrascht, dass sowas in so einer Stallung überhaupt zu sehen ist. Meistens sind es so Liebhabergeschichten. Das hat sich wieder stark vermehrt. Also wir haben ja da in München drinnen am Scharbräu den Lochbieler. Und der Lochbieler verkauft ja in seinem Laden drinnen Murnauer Werdenfelser Rind. Und der verkauft auch Bio und zahlt uns Landwirten, ich sage es laut und deutlich, den doppelten Preis. Ja, das ist aber das einzige. War das einzige Mittel, um diese Rasse wieder nach oben zu treiben. In der Zwischenzeit gibt es nämlich 400 Melken, die Kühe, und von allen gibt es einen ganzen Haufen Mutterkühe. Okay? Also das hat sich im ganzen Oberland wieder vermehrt, auch in Freising und also das haben sie in Bayern verbreitet. Aber ich habe ja keine Zwischenhändler, wird die meisten. Nein, das geht direkt. Der hat selber einen Fleischhandel aufgemacht. Also der schlachtet dann die? Oder da drüben, 50 Meter Entfernung. Du frierst es dann über und dann wird es geschlachtet. Ich fahre es dann über und da drüben werden sie geschlachtet. Und der fährt aber alles, was im Werdenfels da abgeliefert wird, auch aus Rixe und so weiter, das wird alles da in diesem Schlachthaus da drüben geschlachtet. Ja. Man muss halt einfach, und ich sage das gerne nochmal, Damen und Herren, man darf das nicht aus den Augen verlieren, dass halt Kur einfach ein geniales Geschöpf ist. Das macht aus dem, zeigt er, was da rumflackt, dieses Ei, macht dir Milch und das müssen sie erst einmal nachmachen. Und dann macht ihr Milch und da kann man dann ein Butter draus machen, einen Käse draus machen, Milch trinken, Kaffee nicht mehr, das Joghurt, genau. Und das Kalb als solches, das ist halt nicht bloß weiblich und kann dann wieder Milch machen, sondern manchmal sind da Männer dabei. Stier oder Ochsen, verstehen Sie das? Und die werden halt dann geschlachtet und deshalb gibt es da noch Fleisch zusätzlich. Aber das Fleisch ist streng genommen eigentlich Abfallprodukt oder ein Nebenprodukt, gell? Nein, sieht jetzt ich in meinem Betrieb nicht so. Also muss ich ja sagen, also ich habe ja eine Mutterkuh, ist eine Fleischproduktion, ich produziere ja keine Milch. Und durch das, dass das an den Lochbieler geht, ist das für mich easy's auskommend. Also es ist ein Ertrag da. Was? Ganz großes Manko. Das sind die Anträge beim Landwirtschaftsamt. Also, wie soll ich sagen, da, wenn du den Umgang mit dem PC nicht gelernt hast, gell, also wenn du da hast du ein Problem. Also, die dienen immer mehr die Arbeiten vom Landwirtschaftsamt. Also, da war damals ein Berater drunter, der hat ja deinen Antrag ausgefüllt, der hat dich beraten. Das geht jetzt alles Richtung PC. Da sind viele der Landwirte nicht mehr fähig, sich das Ganze anzueignen. Also, müssen sie sich anstellen, der das für Sie ausfüllt
oder abgibt, und der kostet natürlich auch wieder Geld. Also es ist auch wieder eine Ausgabe, was du dazu hast. Also, und dann haben wir halt Subventionen, ohne denen, wo man, ich sage es ganz offen und ehrlich, ohne denen kann für uns keiner überleben. Wir brauchen die. Ist auch gut, dass wir so kriegen, und es wird auch keiner jammern. Nur die Abwicklung, der Bürokratismus, was dahinter hängt. Also ich muss zuerst alles einmal beantragen und dann muss ich die Ausführung oder besser gesagt den Ertrag melden und. Und alles zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist alles auf das ausgelegt, dass du irgendwann einmal irgendwas vergisst und dann kriegst du das nicht. Also, jetzt gibt es dann bald die künstliche Intelligenz und da gibt es garantiert irgendwelche Gescheithaferl, die das auf die bäuerliche Notwendigkeiten herunterbrechen und dann geht das alles von selber. Ich darf da noch ein paar andere wissen, die was viel dringender brauchen. Die künstliche Intelligenz. Richtig. Oder du hast dann eine Prüfung. Ich habe jetzt vor 2 Jahren habe ich eine Prüfung gehabt. Okay. Und die vom Landwirtschaftsamt oder ja. Was? Ja. Und wegen die Flächen, die wo man im Endeffekt angibt. Und dann habe ich mit einer Wiesen bin ich halt direkt am Weg. Und da haben wir Bauern alle die Kurven gekriegt. Gell?